Hallo, hier von den Glammy Awards oder kurz vor den Glammy Awards, den Beauty Awards der Zeitschrift Glamour. Heute bekommen Ihre Lieblinge unter den Beauty-Produkten einen Preis verliehen. Sonja Kraus wird gleich verraten, welche das sind. Und wir haben den Stargast Paloma Faith hier, die ihre aktuelle Single New York präsentieren wird und live performen wird. Also, bleiben Sie dran. In München werden heute Abend ganz festlich die Glammy Awards verliehen, die Beauty Awards der Zeitschrift Glamour. In den vergangenen Monaten haben über 50.000 Leser in 18 Kategorien aus jeweils 3 nominierten Produktneuheiten ihre Lieblingsartikel gewählt, die heute hier einen Preis bekommen. Der Glammy ist der wichtigste Beauty-Preis in der Branche, weil er von den Lesern gewotet wird. 66.000 Leserinnen haben diesmal abgestimmt, das ist Rekord und ich glaube, diese große Zahl kann nicht irren. Der Glammy Award ist auch für die Beauty-Industrie ein wichtiger Preis. Glammy ist sicher ein ganz toller Preis, vor allem es geht auch, wir sprechen ja die junge Zielgruppe ab und da ist natürlich der Glammy mit der beste Preis, den man sich wünschen kann. Weil der Preis mittlerweile einen wirklich sehr, sehr guten Ruf genießt und auch eine gewisse Relevanz in der Branche hat. Und von daher lässt sich damit einfach sehr, sehr gut arbeiten und wir sind sehr stolz, wenn wir so einen Preis gewinnen können. Das ist hier dynamisch, das ist glamourös, das ist jung, spritzig. Also die gesamte Beauty-Branche ist heute Abend hier versammelt. Wir nutzen die Gelegenheit und fragen nach, was es denn hier für neue Trends gibt. Im Moment ist angesagt Naturkosmetik, aber nicht so, weißt du, so ganz grün oder so, sondern Green Glamour. Das ist der absolute Trend im Moment. Also Produkte, die auf natürlichem Wege hergestellt werden. Und welche Tipps haben eigentlich die Profis für den Kauf von Beauty-Produkten? Dass man den richtigen Hautton trifft, die richtige Farbe auswählt. Es gibt beispielsweise nichts Schlimmeres als Make-up-Ränder. Also ganz ehrlich, super wichtig ist eine professionelle und kompetente Beratung. Jede Haut ist anders, jede Frau, die sich pflegen möchte, gehört einer anderen Altersklasse an. Und dann ist es endlich soweit. Die Glammy-Verleihung beginnt. Hier ein paar Gewinner im Schnelldurchlauf. Gesichtspflege Basic. Essentiell reichhaltige Creme von Vichy. Körperpflege Basic. Perfect Curves Intensive Hautstraffendes Serum von Dove. Make-up Basic. Hydro Mineral Compact Foundation von Article. Und nach der Verleihung geht es auch schon weiter. Die Künstlerin Paloma Faith spielte live ihre neue Hitsingle und heizte mit weiteren Songs so richtig ein. Und später bekommen wir dann von Paloma Faith ein interessantes Statement zum Thema Beauty. I think it's really important for women to feel that maybe they can find their own beauty that's not necessarily conventional. Like, I'm quite short and I have a curvy figure and I feel like I'm somehow leading the way for women to find beauty in other ways. Was mir sehr wichtig ist, am Ende noch zu sagen, dass wir den Leserinnen danken dafür, auch für diese ganz großartige Beteiligung, dass sie das annehmen, dass sie Spaß daran haben und das Interesse haben, Kosmetikprodukte zu sichten, zu testen und auch ihre Erfahrungen weiterzugeben. Das ist großartig, so habe ich das gern. Und so geht auch der Glammy 2010 erfolgreich zu Ende. Drinnen wird noch getanzt und damit gezeigt, dass die Beauty-Branche auch richtig feiern kann. Ich hoffe, Sie haben ein paar Infos für sich selbst mitnehmen können, nur für den Fall, dass Sie demnächst vor dem Beauty-Regal stehen und sich entscheiden müssen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen hier auf glamour.de.